Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Fußball Manager 1516. Ich bin hier wieder euer The Only Paul. Und ja, wir waren hier mit Leverkusen stehen geblieben. Das erste Freundschaftsspiel haben wir mit 3:1 gewonnen. Und nun folgt das zweite zugleich. Ich bin mal gespannt, wie das Trainingslager auch ausgeht. Oh, Angebot für Bernd Leno abgelehnt. Sprich, jemand wollte ihn. Denn wenn das Trainingslager zu Ende ist, dann sehen wir, wie sich die Fähigkeiten verstärkt haben. Nicht nur die Trainingsziele oder allgemein, sondern auch taktisch gesehen. Also Pressing, ob das gesteigert wurde, kurze Pässe, lange Pässe. Und, oh, ich muss ernsthaft das Gähnen zurückhalten. Ich bin noch nicht so lange wach, aber ich dachte mir, ich setze mich dran und mach mal ein Let's Play. Also ich mach mal weiter hier, nicht ein Let's Play, wie das klingt. Ich mach mal ein Let's Play. Nee, also Leno, Barca wollte wohl Leno. Die haben doch Ter Stegen, oder nicht? Müssen die nicht in diesem Update Ter Stegen haben? Ja, was wollen die also noch mit Leno? Die haben doch schon einen jungen Torhüter. Verpisst euch. Sorry, aber warum wollen die Leno, wenn die... Muss ich nicht verstehen, glaube ich. Muss ich nicht verstehen. So, zweites Testspiel. Andere 11. Wir lassen alle spielen, die nicht mit im Kader mit waren. Sprich, auch Xhaka wird spielen. Höybjerg wird spielen. Podolski hat gespielt. Emir Spahic hat aber nicht gespielt. Erstmal anstelle von Toprak. Gonzalo Castro. Auf ihn bin ich mal gespannt. Bellarabi kann auch mal. Tom Stark, also dass wir wirklich jeden Spieler eine Chance geben. Wendell hat ja das erste. Aoku somit. Çalhanoğlu bleibt mit. Zu gucken, Volland nehme ich mit, Drimmic, ah ja, Rechtsverteidiger müssen wir noch auswechseln, Donati fürs Rinner, dann haben wir die komplette Elf einmal ausgetauscht, ah nee, und Papadopoulos noch für Jedwai. So, das war's, damit haben wir jetzt schon mal hier die Elf für das zweite Freundschaftsspiel. Ja, was ist im Moment im Fußball los? Beckenbauer hat ein Statement irgendwie abgegeben zur WM-Vergabe. Und heute und morgen ist der DFB-Pokal. Ich denke, das ist wohl das, wo die meisten schauen werden, wie da ihr Verein abschneidet. Schreibt doch mal in die Kommentare, welcher ist denn euer Verein? Und was glaubt ihr, wird euer Verein auch weiterkommen? Also ich bin ja morgen im Stadion, im Weserstadion und werde das Spiel Werder gegen Köln schauen. Und ich muss sagen, ich tippe na 3:1, muss ich sagen. Also ich bin da recht optimistisch und hoffe auch, dass Werder gewinnt. So, einfach mal ein bisschen hier durchgewechselt. 2:1, Preslav Jordanov. 3. Ah, ich wollte gerade sagen 3:1. 3:2 ist das Spiel ausgegangen. Also Defensive muss noch ein bisschen dran geschliffen werden. So vielleicht auch von der Taktik her. Aber die Offensive klappt im Moment recht gut. Spahic hat sogar getroffen. Kießling und Volland. Da kann man jetzt mal gucken, wie die Tore gefallen sind. Bei der 11 von The Only Paul YouTube läuft der Ball etwas besser als bei den Gastgebern. Hört, hört. Also, das läuft schon mal gut. So, bestimmt eine Ecke, oder? Nee, was? Emil Spajic ist aufgerückt und bekommt den Ball von Pierre-Emil Höybjerg. Er läuft nur einige Schritte und hält dann einfach mal drauf. Der Ball fliegt wie an der Schnur gezogen, halb hoch ins Toreck. Unerreichbar für Nick Daschew, der nur noch als Alibi hinterher springt. Wow. So, 2:0. Bellarabi kommt auf rechts zum Flanken. Er ist ja auch schnell.
steht zu weit weg von seinem Tor. Kießling mit einem schönen Kopfball. 2-1. So, was ist da der Fehler? Verliert am Boden das Leder gegen Petter, also ein bisschen Ballkontrolle. Oder auch die Passsicherheit, die Ruhe. 3-1, das war da wieder gut. Hermannsson mit einem Übersteiger auf dem Flügel. Seine Flanke kommt hoch und weit und genau auf die Brust von Kevin Volland, der sich den Ball zunächst schön vorlegt und dann schön und das 3-2 Richtung Tor bringt. Eigentlich haben wir es noch Mühe und lässt diesen mit einem zufälligen Kopfball. Ah, zufällig, okay. Und auch keine Chance, also das war also dann wirklich gut gespielt. Ja, und nun bald kommt das Turnier, das wir organisiert haben, und da spielen wir gegen Dortmund. Na, ob wir das gewinnen, und mir fällt jetzt auf, wir müssen Spanier gegen Dortmund spielen. Zunächst Turnier, dann spielen wir auch nochmal entweder gegen, wer ist denn da nochmal mit im Turnier? Ich glaube, entweder Bayern oder Schalke, oder? Ich weiß gerade nicht mehr, wer da mit bei ist. Wir könnten theoretisch noch ein Freundschaftsspiel setzen, sodass wir auch wirklich unsere Mannschaft gut einspielen. Starke Gegner. Theoretisch könnte ich Werder nehmen. Ich nehme Groningen. Ein bisschen auch international schon mal gucken. Oder wir versuchen jemanden einzuladen, weil dann würde ich gerne einen meiner Lieblingsvereine nehmen aus dem Ausland. Ich muss sagen, ich bin ja flexibel im Fußball und sehe auch vieles neutral, aber in jedem Land habe ich so einen Lieblingsverein. In Portugal ist es Benfica Lissabon. Ich finde einfach eine schöne Geschichte, die prägen, aber auch ein bisschen traurig, falls ihr das ja auch kennt, diesen Fluch, dass ja Benfica international seit ungefähr 30, 40 Jahren keinen Titel mehr geholt hat. Ist schon recht traurig. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal hier die Zusammenfassung. Also, die Fitness ist nach oben gegangen, Frische ein wenig nur nach unten. Das ist gut, nur 89. So, Abwehr ist so geblieben, Pressing hatten wir schon 5. Kurze Pässe ist nun auf 5 gesteigert. Das ist sehr, sehr gut. So geblieben. Und auch Freischüsse auf 2. Ja, mindestens 4 sollte schon überall, finde ich, sein. Also Freischüsse ist im Moment das Schlechteste. So, und die Fähigkeiten, Wendell, defensive Stellungsspiel, immer Toprak, Papadopoulos und Srinna, Aggressivität, Robustheit, hier Volleys bei Gomez, das klingt doch gut. Also einen positiven Effekt hatte das Trainingslager, die Frische litt nicht so sehr darunter. Und Benfica hat aus Termingründen ihre Anfrage zu einem Freundschaftsspiel abgelehnt. Schade, genau, da war ich ja stehen geblieben, also Portugal ist eindeutig Benfica Lissabon mein Verein. Ich versuche es jetzt mal an einem anderen Tag vielleicht. Barcelona. Da gehe ich mich lieber erhängen. Gegen Barcelona, da würden wir doch nie im Leben mithalten. Nie. So, in Frankreich muss ich sagen, Paris natürlich, wenn jetzt viele sagen, ist eines meiner Lieblingsvereine, aber ich muss sagen, wo sind die? Hier, Montpellier. Die hatten doch Olivier Giroud und sind ja somit auch Meister geworden. Deswegen wäre es schon grandios, gegen die zu spielen. Schauen wir mal, ob es möglich ist. Leider habe ich von euch ja keine Kommentare bekommen, wie das mit der Zeit aussehen soll. Also, was für eine Länge von Videos wollt ihr haben? Sodass wir uns ja auch... LOL. Timo Horn wechselt zu Hoffenheim. Der wechselt eigentlich immer. Immer zu Dortmund. Immer. Stuttgart Armin Fehl verstärkt sich mit Jesus Corona. In Realität war er ja, glaube ich, bei Benfica Lissabon im Gespräch. Bei PSV Eindhoven, das ist übrigens mein Lieblingsverein aus den Niederlanden. Und Montpellier hat auch abgelehnt. Alter, wir müssen noch ein Freundschaftsspiel setzen. Die Mannschaft muss sich schon ein bisschen einspielen. Okay, koste es, was es wolle. Wir gehen jetzt hier einfach auf starker Gegner. Wir schauen und
Dann lassen wir da die stärkste Elf einfach spielen, kommt. Und hier lassen wir eine schwache Elf spielen. Wen haben wir hier? Ach, hier haben wir andere Vereine. Oh, Liverpool. Das sagt uns alle doch was, oder nicht? Ja, Celta Vigo, komm, machen wir eine spanische Woche. Spanische Woche. Keine englische. So. Ich schaue aber mal auf die Zeit. Genau, da war ich ja stehen geblieben. Was für eine Zeit ist für euch angebracht? Also die Aufnahme geht jetzt 10 Minuten. So in etwa, also so 10,5. Ich würde sagen, wir machen so in etwa bis 15. Weil ich will ja auch akzeptable Aufnahmen machen und möchte ja auch, dass wir uns aufeinander einigen. Ich werde ja jetzt sowieso immer jetzt auf die Zeit achten, sowohl ja bei FIFA als auch ja bei Fußball Manager. Bei meinen Tippspielen ist es ja immer so ein bisschen variabel. Aber schreibt's in die Kommentare, was für euch die angenehmste Zeit ist, weil kann ja sein, dass andere sagen, oh, das ist jetzt zu wenig oder oh, das ist jetzt zu lang. Also, dass wir uns wirklich auf einen Nenner einigen können. Ich würde jetzt mal so sagen, so im Durchschnitt vielleicht 20 Minuten. Kann ich? Achso. Ja, so 20 Minuten würde ich sagen. Jetzt mal so gesehen. Aber das möchte ich ja auch mit euch absprechen. Also ich möchte da ja nicht irgendwie einfach selbst entscheiden. Deswegen schreibt es in die Kommentare, was ist die beste Zeit. Und ihr könnt ja einfach auch mal so just for fun tippen. Was denkt ihr, was werden wir in dieser Saison schaffen? Im DFB-Pokal, in der Liga und in der Champions League. Und müssen wir nicht sogar noch in die Playoffs? Ja, wir müssen noch in die Playoffs. Sprich, wir haben noch Spiele vor uns. Die Frage ist, ist es dumm, so viele Freundschaftsspiele zu setzen? Okay, hier ist das Turnier, das ist jetzt das kleinste Problem. Jetzt hier zwei Spiele. Nee, das passt schon. Starke Mannschaften, hier kann man ein bisschen rotieren. Und dann müssen wir halt wirklich... Ich muss sagen, wenn ich immer so für mich spiele und jetzt nicht... Let's Play mäßig, aber da spiele ich ja auch mit über ein anderes Spiel. Das ist ja hier direkt 15-16 oder 13-14, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also 12-13, also FM-13. Ich glaube, ich spiele im Moment über FM-15-16, also dieses heruntergeladene Update, was irgendwie aber kein Update ist. Das klingt komisch, aber ist so. Ja. So, schauen wir nochmal auf die Zeit. Ich würde sagen, wir machen sonst noch diese zwei Testspiele. Also 13 Minuten und ein paar Sekunden geht die Aufnahme. Ich denke, da kann man noch ruhig diese zwei Aufnahmen machen. Oh, wir haben noch gar nicht hier das Training eingestellt. Freistöße ist immer noch 2. Die Erholung muss ja ein bisschen, deswegen machen wir auch hier wieder individuelles Training. So. Er schreibt auch mal in die Kommentare, wenn ihr Fußballmanager spielt, habt ihr euch auch eigene Trainingspläne mal erstellt oder sagt ihr eher, nö, ich bin nicht so der Typ, ich nehme das, was da drin, also was es da gibt, würde mich auch mal interessieren. Und ich würde sagen, wir machen mal ein Thema für dieses Spiel und zwar, jung ist besser. Das wollen wir jetzt mal testen. Weil wie ihr seht, habe ich jetzt nur die jungen Spieler mit. Deswegen schauen wir jetzt auch nochmal überall, ob wir die jüngere Version haben. Leno muss damit spielen. Ne, komm. Wenn, dann muss es eine Alternative geben. Tom Starke spielt. So. Jung. Stefan Kießling im Vergleich mit Gomez. Gomez ist jünger. Gomez ist jünger. Interessant. Toprak statt Spahic. So, mal sehen, ob es was bringt, wenn wir hier sagen, jung ist besser oder ist alt besser. In der Realität ist es auch mal eine interessante Frage. Und zwar habe ich mich schon mal gefragt, was wäre,
wenn all die guten Spieler, sprich im Tor ein Manuel Neuer, in der Verteidigung ein Boateng, ein Sergio Ramos, ein Marcelo und rechts, sagen wir jetzt mal, Branislav Ivanovic, nämlich ein 4-3-3 auf H6 spielt, das werden wir eben überlegen, nämlich da mal eben Frank Lampard zentral, Fabregas und Alonso, links Ronaldo, rechts Messi und im Sturm Lewandowski, ob diese Spieler, die so viel können und auch schon Erfahrung haben, ob die gemeinsam ein Spiel gewinnen können. Das habe ich mich schon mal gefragt, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, die haben eher Chancen zu gewinnen als ein Team, das zu viele Junge hat. So wie hier, seht ihr, es steht 0-0. Die Noten sind eigentlich recht in Ordnung. Man kann mal hier ein bisschen motivieren. Die ein bisschen fördern, wie man so schön sagt. Mal schauen. Na, jetzt wechseln wir mal. Helbjerg wechseln wir mal aus. Wechseln wir auch mal Bellarabi. Und Toprak für Papadopoulos. So. Und 2-0, ich habe nicht das 1-0 gesehen. Und wir ein Gegentor. Ah. Also ich würde gern mal zu 0 gewinnen. Also die 0 steht noch nicht. Das ist recht schade. Und hier sehen wir ein bisschen Talente jetzt mal. Aber wir haben ja schon mal welche angefragt, die aber nicht kommen wollten. Wir waren nicht beim Turnier mit dabei. Schade, aber okay. So. Und nun kommt das Spiel gegen Barcelona. Da würde ich sagen, stelle ich schon mal jetzt die... Na, eigentlich hätte ich das schon jetzt zum Starke... Jetzt packe ich aber Leno rein. Und jetzt halt diese erfahrenen Spieler. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie da jetzt das Spiel ausgeht. Ich glaube, wir werden verlieren. Also das ist jetzt schon hier eine Bewährungsprobe, wenn man es so nennen will. Ich lasse Gomez eher spielen. Ist zwar ein Jahr jünger, aber what doesn't matter? Dem Rolfes. Habe ich irgendwen vergessen? Ach ja, Podolski für Son. So, Bender zentral. Zusammen mit Gonzalo Castro. Wow, Çalhanoğlu im Moment, glaube ich, bester Spieler zusammen mit Bender. Wow. Also Çalhanoğlu, ich glaube, der wird Stammspieler. Aber das werden wir noch sehen, wen wir zu Stammspielern machen. Das heißt die Erfahrung. So, Aranguiz nehme ich somit mit. Für die Außen. Ja, Bellarabi. Ah, Bellarabi muss aber auch spielen für Volland. Jetzt Volland im Vergleich, okay. Da würde ich sagen, nehmen wir Son mit. Oder? Nee, Volland lassen wir mal. Okay, das war's dann. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ach, ich dachte jetzt schon, das Spiel ist. Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet. Ja. Machen wir weiter. Ach, warum gehe ich auf Abbrechen? Ich will auch bis zum Spiel kommen. Aber anscheinend, ja, noch ein Spiel, sprich eine Woche später, steht fest, gegen wen wir spielen müssen für die Playoffs in der Champions League. Da wollen wir natürlich auch hin. Keine Frage, also ich möchte schon in die Champions League mit Leverkusen. Ich denke, das versteht sich von selbst. So, ich schaue nochmal auf die Zeit. Das müssten jetzt so 18 Minuten sein. Ah, 19. Okay. Also kommt es ja fast hin mit diesem Durchschnitt, was ich gesagt habe. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünscht, wie lange eine Folge dauert. Oh, Jahreshauptversammlung. Und dann schauen wir gemeinsam, dass wir das auch gemeinsam hinbekommen. So, der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Stimmung ist gelassen, man unterhält sich angeregt. Fast unerkannt gelingt es ihnen, auf die Bühne zu kommen. Dann setzen sie sich zu ihrem Präsidenten.
Der Pressesprecher begrüßt zunächst einmal die Anwesenden sehr herzlich und erklärt den weiteren Ablauf des Abends. Ein Mitglied wird für die 55-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Der Vorsitzende des Ehrengastrates übergibt ein Präsent. Der für die Finanzen zuständige Direktor hat für das laufende Jahr nicht viel zu berichten. Einnahmen und Ausgaben haben sich exakt die Waage gehalten. In Waage, eher. Viele Teilnehmer haben es nicht so mit den Zahlen. Dafür bildet sich eine Schlange am Getränkestand und eine bei den Würstchen. Es gibt Applaus. Nun steht der Beitrag der sportlichen Leitung auf dem Programm. Sie sind an der Reihe. Wie wollen Sie Ihre sportlichen Ziele verkaufen? Aggressiv. Ihre Rede ist von Euphorie geprägt. Wir stehen vor einer großartigen Saison, davon bin ich überzeugt. Die Mannschaft hat viel Qualität und das wird sich in den Ergebnissen niederschlagen. Es wird ein Video mit den schönsten Torszenen der letzten Saison eingespielt. Als nächster Programmpunkt ist die Rede des Präsidenten an der Reihe. Es gibt schwachen Beifall. Zum Abschluss seiner Rede dirigiert er ein altes Vereinslied. Vor allem die älteren Mitglieder sind gerührt und singen unter Tränen mit. Oh, wie rührend. Es gibt donnernden Applaus. Als letzter Programm kommt, kommen nun die Fragen an das Management und an die sportliche Leitung an die Reihe. Ein Fan bedankt sich für die Getränkebonks. Die weiteren Fragen an das Präsidium bleiben zum Glück sachlich und können kompetent beantwortet werden. Ein Fan fragt, ob es denn in diesem Jahr mit dem internationalen Titel klappt. Ablehnung. Ja, diese Antwort kommt gut an. Ein Fan weist darauf hin, erbost darauf hin, dass die Mannschaft viel zu unerfahren sei. Denken Sie das auch? Zustimmung. Diese Antwort wird als etwas negativ gesehen, okay? Ein Fan fragt, ob es denn in diesem Jahr mit der Meisterschaft klappt. Ablehnung. Wird als deutlich zu negativ gesehen. Eine hochemotionale Veranstaltung geht zu Ende. Der Sprecher bedankt sich bei allen, die gekommen sind und wünscht einen guten Nachhauseweg. Zum Schluss wird noch einmal das Vereinslied angestimmt. Alle stehen auf. Die Fans gehen zufrieden nach Hause. Schön war es. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen eine gute Nacht. So, wie lang ging diese Veranstaltung? Die begann 19.50 Uhr und ging fast eine Stunde. Sogar eine Stunde, kann man sagen. Das war doch mal sehr erfolgreich und sportlich verbessern wir uns um 3 Punkte. Das hört sich doch schön an. Ich hoffe nicht, dass wir gefeuert werden. Denn jetzt, denke ich, kommt hier, okay, 40, also 41 Punkte, Mannschaftsstärkenpunkte, trennen sich zwischen Leverkusen und Barcelona. So, und ich überlege mal, so, Rolfes, Gomez, dass die Abwehrreihe ein bisschen nur zurückgezogen ist. Pressing bleibt mal so. Man kann ja mal ein bisschen experimentieren. So, speichern wir mal. Was ich ja nicht hoffe, dass sich jetzt irgendwie in den Testspielen Spieler verletzen, weil dann ist es nicht gerade schön. Geld haben wir auch nicht mehr und ich will auch keine Spieler mehr kaufen. So, nun bin ich gespannt. Das Spiel, das letzte Spiel, die harte Testprobe. Ja, ne? Kommt, ein Treffer wenigstens. Boah, Alter, 0-2. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Kritisieren, motivieren. Der beste Spieler ist Leno. Ich hätte ihn mal loben sollen. So. Zweite Halbzeit. Yes! Ein Treffer wenigstens. Ich wechsle Castro aus. Dafür kommt Aranguiz. Volland für Bellarabi und Rolfes geht auch dafür. Reinhardt und Papadopoulos für... Nee. Der bleibt für Aoko kommt. Wendell, das war's dann auch mit den Wechseln. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja! Ja, geil, geil. Also das freut mich. Also die Bewährungsprobe kann man sagen, überstanden. 2-2 gegen Barcelona. Alter, wer glaubt denn das? Das glaubt doch niemand. So, und wir haben 21.071 verkaufte Dauerkarten und 5,03 Millionen dafür eingenommen. Klingt gut.
So, Lars Bender freut sich auf das Duell im kommenden Spiel gegen seinen Bruder Sven Bender, der bei Borussia Dortmund spielt. Er gewinnt 5 Moralpunkte. Ja, und ich würde sagen, das Turnier machen wir im nächsten Part. Und ich denke, das Video mache ich jetzt gleich auch noch. Somit splitte ich hier nur mal eben. Und ja, schaut auf meinem Kanal vorbei, empfiehlt mich weiter. Es macht Spaß, über Fußball zu reden. Wenn ihr Fußballthemen habt oder auch andere, ich habe mich ja jetzt letztens vorgestellt, dann schreibt es in die Kommentare und dann können wir face-to-face oder indirekt so wie jetzt darüber sprechen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.